Wann solltest du mit Amazon FBA starten? Ist es zu spät, mit Amazon FBA zu starten? Hätte ich damals Aktien bei Amazon 1997 gekauft, wäre ich heute Millionär. Hätte ich vor 2 Jahren Bitcoins gekauft, hätte ich vielleicht für 1000 Euro Bitcoins gekauft, hätte ich heute 200.000 Euro. Und klar an der Stelle, du hast es einfach nicht gemacht. Hätte, Fahrradkette. Das heißt, das sind Entscheidungen, alles Entscheidungen, die du einfach nicht getroffen hast. Und herzlich willkommen erstmal an dieser Stelle. Und ich bekomme immer wieder solche Aussagen, ja, wann ist das bitte der richtige Zeitpunkt, einfach mit Amazon zu starten? Funktioniert das noch? Ist das zu spät? Und darüber geht es heute. Und ich möchte dir ganz einfach erzählen, ja, das heißt, im Endeffekt gibt es einfach immer wieder Leute, die etwas bereuen, was sie nicht gemacht haben. Es war okay, jetzt haben wir daraus gelernt, okay, ich habe damals nicht investiert, ich habe einfach das nicht gemacht. Nur, das sind alles Entscheidungen, die in der Vergangenheit passiert sind, ja, das heißt, wir sind gerade an einem Zeitpunkt hier, das ist der hier, das ist jetzt der Punkt, und in der Vergangenheit haben wir einfach Entscheidungen getroffen. Die alle können wir einfach nicht rückgängig machen. Wir können einfach nicht sagen, ja, gestern hätte ich das und das und das. Das heißt, daraus haben wir ja gelernt und heute können wir eine Entscheidung treffen. Und kennst du solche Leute, die einfach dann mal sagen, ja, morgen mache ich das, morgen mache ich dies, morgen mache ich das. Und es gibt ja Studien, die besagen, dass du etwas nicht mehr machst, so 90% nicht mehr machst, wenn du das nicht innerhalb von 72 Stunden einfach angehst. Ja, das heißt, ich sage immer dazu, sofort damit anfangen und nicht morgen. Morgen ist der Tod. Wenn du nicht sofort startest, wird es einfach nicht. Und viele fragen, lohnt es sich noch mit Amazon FBA zu starten? Ja, es lohnt sich besser denn je. Nur du musst schon anfangen zu lernen. Du musst jetzt sagen, du musst eine Entscheidung treffen. Ja, jetzt committe ich mich. Jetzt möchte ich lernen, wie das geht. Jetzt möchte ich starten. Ich habe verstanden, dieses Geschäftsmodell funktioniert, aber alleine ohne Wissen werde ich das definitiv nicht schaffen, denn die Wettbewerber sind stärker denn je. Ich muss mich informieren, bevor ich einfach Sand oder Geld im Sand reinstecke. Und wichtig ist einfach, dass du eine Entscheidung für dich triffst, einfach nur weiterhin zu beobachten und sagen, okay, was hätte oder was wäre passiert, wenn ich vor einem Jahr eingestiegen bin. Es ist einfach nichts passiert, weil du einfach nicht eingestiegen bist. Ja, das heißt, du musst schon deine Denkweise ändern. Du musst einfach sagen, okay, was passiert, wenn ich heute starte? Was sind denn die Folgen, wenn ich heute starte? Was ist einfach mein Risiko, wenn ich heute starte? Und was ist, wenn es funktioniert? Wenn ich dann jeden Tag ein Geschäft habe, was mir jeden Tag, jeden einzelnen Tag Geld bringt. Ja? Aber es gibt ja Leute, die gehen zum Restaurant, die schauen sich ein Menü 20, 30 Minuten lang an und können sich immer noch nicht entscheiden, und dann kommt der Kellner und sagt, haben Sie sich endlich entschieden? Dann sagt er, ja, Spaghetti Bolognese. Sei bitte nicht diese Person, die einfach 30, 40 Minuten einfach Zeit von ihrem Leben verschwendet für kleine Entscheidungen. Es gibt ja bessere Entscheidungen, und immer einfach solltest du dich fragen, oder dir 3 Fragen stellen. Ja? Das heißt, wenn du etwas angehen möchtest, musst du dich einfach fragen, was ist der nächste Schritt, wenn ich das mache? Das heißt, ich treffe jetzt eine Entscheidung, okay, was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt, du möchtest jetzt mit Amazon FBA starten, du solltest schauen, okay, wer ist erfolgreich in dem Bereich, wer kann mir das beibringen, wer hat das wirklich vorgewiesen, dass er Millionen in dem Bereich gemacht hat und kann mir das beibringen, mit wem möchte ich einfach zusammenarbeiten, wem vertraue ich? Ja, das ist die Frage, die du stellen solltest, und dann fangst du an, einfach zu lernen. Die zweite Frage, die du dir stellen solltest, was kann schief gehen? Egal in welchem Bereich du einfach angehen oder starten möchtest, stell dir immer die Frage, was kann schief gehen? Du meldest ein Gewerbe an, du gehst hier, du kaufst ein Produkt. Im besten Fall hast du ein Geschäft, was dich immer ernährt, statt einfach zu denken, okay, jetzt habe ich vielleicht 1000, 2000, 3000 Euro, stecke ich die in Möbel, stecke ich mir in das nächste iPhone, und dann hast du es einfach. Das iPhone einmal, das hast du vielleicht 1, 2 Jahre im besten Fall, aber du hast kein Geschäft, was dir täglich Geld bringt, damit du einfach 20, 30, wenn nicht 100 iPhones in Zukunft kaufen kannst. Und die neue Währung heute ist nicht Geld. Die neue Währung ist heute Wissen. Wenn du Wissen hast, dann musst du dir keine Sorgen machen, wie man Geld verdient. Wenn du aber nur Geld hast und nicht das Wissen hast, wie man das vermehrt, dann möchte ich dir sagen, dass bald dieses Geld auch von dir wegkommen wird. Ja, das heißt, dieses Geld wird verdampfen, willst du ausgeben, weil du genau Wissen brauchst. Ja, das heißt, Geld ohne Wissen ist nichts. Und das ist übrigens der Grund, weshalb auch viele denken, ja, okay, ich habe zwar Startkapital, ich starte, ich kaufe Produkte ein, nur das Problem ist, was bringt dir das größte Startkapital auf der Welt, wenn du einfach nicht weißt, welche Schritte du angehen musst. Ja, das heißt, es gibt ja viele YouTube-Videos, es gibt sehr viele Informationen im Internet. Heutzutage kann man sich ja nicht beklagen, ob diese Informationen existieren. Nur die Frage ist, kannst du wirklich auf diese Informationen vertrauen? Sind diese Informationen richtig? Gehst du diese Schritte, was passiert, wenn du einfach die falschen Schritte machst? Wie viel Geld kostet das dich? Und vor allem, wenn du einfach das falsche Produkt verkaufst, das heißt, du kaufst, ich sehe immer wieder einfach Leute, die einfach in dieses Business einsteigen wollen und sie probieren das auf eigene Faust und dann melden sie sich irgendwann nach 3, 4 Monaten oder nach 6 Monaten bei uns und sagen, nee, Butrus, hat doch nicht alleine funktioniert, wie könnt ihr uns helfen? Steigen bei uns im Mentoring ein und dann stellen wir fest, dass erstens manche davon einfach auf Versprechen von irgendwelchen Full-Service-Agenturen vertraut haben, dass sie für sie das komplette Business aufbauen. Daraus ist nichts geworden, außer dass sie Geld bezahlt haben und aus dem Versprechen ist nichts. Zweiter Fall, was wir oft sehen, sie haben einfach das falsche Produkt gekauft. Das heißt, sie haben sich entschieden, ein Produkt zu kaufen, haben Geld einfach in dieses Produkt investiert und dann ist das Produkt da und die wissen nicht, wie man das vermarktet. Das Schlimme daran ist, dass die beste Vermarktung dir auch nicht helfen kann, ein beschissenes Produkt zu verkaufen. Klar, wir haben Methoden, um diese Produkte loszubekommen. Nur das Problem ist, es bringt ja nicht einfach ein falsches Produkt zu haben und dann zu sagen, okay, jetzt brauche ich hier die beste Marketingmethode, um dieses Produkt zu verkaufen. Denn Marketing hilft ja nicht, wenn du einfach beschissenes Produkt hast. Das musst du dir merken. Das heißt, wir brauchen ein gutes Produkt und dann hilft dir Marketing, dann hilft dir der ganze Schritt. Nur das Problem ist, du kannst das beste Produkt auf der Welt finden. Wenn du es nicht weißt, wie man das vermarktet, wirst du auch nicht weiterkommen. Und Frage Nummer 3, was kann ich oder wie kann ich das zusammenfassen, was ich vor mir sehe? Das heißt, frag dich einfach, wie kann ich das zusammenfassen und wie kann ich jetzt hier starten? Erfolgreiche Menschen treffen immer eine Entscheidung. Das heißt, sie sind nicht nur erfolgreich, weil sie durch Schicksal oder durch Glück, wie man viele das nennen, erfolgreich geworden, sondern sie haben einfach Entscheidungen getroffen, ja, jetzt will ich erfolgreich werden, jetzt will ich lernen, wie das geht, ich schaue mir einfach Vorbilder, ich schaue mir Leute an, die in diesem Bereich erfolgreich sind, ich folge sie, ich lerne von denen und tue einfach die Strategien anwenden, die heute funktionieren. Und das ist alles planbar. Und das Geile ist, du wirst dann irgendwann Ergebnisse haben. Dein Umfeld schaut dich an und sagt, wow, irgendwann, nachdem du wirklich viel Arbeit, viel Einsatz hier reingesteckt hast, die werden dich anschauen und sagen, wow, der hatte ja Glück. Die verstehen nicht, dass dahinter Arbeit steckt, dass dahinter Wissen steckt, dass du dahinter viel gelernt hast. Das ist das, was sie nicht verstehen und am Ende sagen, wow, der hatte ja Glück. Sei diese schlaue Person, die am Ende wirklich dann diese Aussage bekommt, du hattest Glück und triff eine Entscheidung, denn das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du keine Entscheidung triffst. Wenn du keine Entscheidung triffst, dann trifft eine andere Person diese Entscheidung für dich. Und im Endeffekt passieren einfach Sachen im Leben, wo du sagst, okay, hätte ich damals entschieden, Nein, du hast einfach keine Entscheidung getroffen. Und merk dir das, egal was du einfach im Leben machen musst, du musst eine Entscheidung treffen, sonst wird eine Entscheidung für dich getroffen. Entscheide dich schnell, lerne das als Fähigkeit, lerne aus den Fehlern, dass du vielleicht einfach falsche Entscheidungen in der Vergangenheit gemacht hast. Lerne daraus und mach das Beste aus der Entscheidung heute. Viel Spaß weiterhin. Mein Name ist übrigens Butrus Said, falls du mich bis jetzt nicht kanntest. Und auf meinem Kanal lernst du, wie du erfolgreich im Bereich E-Commerce, vor allem auf Amazon, sein kannst. Wenn dir das Video gefallen hat, teile es gerne auch mit Freunden, Bekannten oder gib es einfach weiter, leite es weiter. Das kann einfach die Gedanken von diesen Menschen verändern. Sie wären dir dankbar. Vielen lieben Dank. Abonniere den Channel, falls du es noch nicht getan hast, damit du keine weiteren Videos verpasst. Bis dahin, dein Butrus Said.